Hallo und herzlich willkommen hier beim Weltenkreuzer. Heute habe ich euch wieder ein äußerst spannendes Sachbuch mitgebracht. Es geht um den Menschen, um das Leben und um die Veränderung. Und es ist von Vincent Deary, Wie wir sind. Das Buch ist der erste Teil seiner auf drei Bände angelegten Anleitung für das Leben. Sehr hochtrabend, sehr anspruchsvoll. Wir werden sehen, was daraus wird. Der erste Band, Wie wir sind, hat mich auf jeden Fall schon mal sehr überzeugt, so viel vorweg. Der Frage, der Deary in diesem Buch nachgeht, ist, warum wir uns eigentlich so schwer damit tun, uns zu verändern. Wenn man mal genau darüber nachdenkt, dann besteht unser Alltag doch zum Großteil aus Routinen, aus Dingen, die wir immer wieder tun, immer wieder auf dieselbe Weise tun und über die wir eigentlich gar nicht mehr so besonders groß nachdenken. Er vergleicht den Willen, das Handeln so ein bisschen mit Wasser, das so eine gekerbte Landschaft runterfließt. Das nimmt einfach immer den Weg des geringsten Widerstandes, das nimmt die Wege, die schon ausgetreten sind und die, wo man einfach weiß, was passiert, die man kennt und wo man sich sicher fühlt. Wir können diese Automatismen, wenn wir das wollen, brechen, denn wir haben immer sowas in uns, das in dem kurzen Moment zwischen ich will jetzt das tun und der tatsächlichen Umsetzung einfach sagen kann, nein, stopp. Da kann er nennt das das Veto des freien Willens. Da kann der Wille sozusagen ein Veto einlegen und uns dazu bringen, kurz zu überlegen, mache ich das wirklich so? Will ich das wirklich so machen? Oder mache ich vielleicht mal etwas anderes? Besuche ich einen anderen Supermarkt? Nehme ich einen anderen Weg zur Arbeit, weil ich zum Beispiel gestern in der Baustelle gestanden habe? All solche Dinge können dazu führen, dass wir unsere Routinen unterbrechen. Aber im Großen und Ganzen machen wir doch irgendwie Tag ein, Tag aus mehr oder weniger dasselbe. Und es ist anstrengend für uns, uns außerhalb dieser Routinen zu bewegen. Denn da fühlen wir uns unsicher, da kennen wir uns nicht aus, da können wir die Konsequenzen unseres Handelns nicht abschätzen. Und das ist genau das, was Veränderung auszeichnet, eben das Ausbrechen von aus den Routinen und das andere Dinge lernen und werden. Für Deary machen diese Routinen und Automatismen nicht nur, prägen nicht nur unseren Alltag, sondern prägen tatsächlich auch das, was wir sind. Weil jedes Mal, wenn wir eine Routine wiederholen und nochmal machen und nochmal machen und damit auch in unserem Sinne Erfolg haben, stärkt sich die Verknüpfung, stärkt sich die Verbindung zwischen dem Handeln zwischen dem Handeln und uns in unserem Gehirn. Und wir umgeben uns auch mit Gegenständen, die diese Routinen schaffen. Also, wenn ihr euch in eurem Zimmer, in eurer Wohnung, eurem Haus umschaut, werdet ihr sehen, dass da ein ganzes Archiv sozusagen eures Lebens, eurer Routinen, eures Denkens stattfindet. Jedes Buch, das ihr gelesen habt, zeigt, was in eurem Kopf steckt. Jede Ordnung, die ihr in einem Regal habt, weist auf eure Routinen hin und ist ganz, ganz genau darauf abgestimmt, was ihr damit tun wollt, was ihr Tag für Tag macht und wie ihr so euer Leben gestaltet. Auch in sozialen Gruppen, in denen ihr euch bewegt, auch da entwickeln sich Routinen und man lernt voneinander und entwickelt so ein gemeinsames Wissen, ein gemeinsames Tun. Man trifft sich vielleicht immer an denselben Orten, hat ähnliche Gesprächsthemen, soziale Dynamiken, wer ein Gespräch führt, wer eher nur still daneben sitzt und zuhört. All das sind so Muster, die prägen und die sind eben nicht nur in uns, sondern tatsächlich auch in Gruppen und da werden sie eben noch stärker verankert, weil um sie zu verändern, muss man nicht nur sich selbst verändern, sondern tatsächlich auch andere Personen und die Dynamik in einer Gruppe. Diese Gruppen bedeuten natürlich, dass man sich selbst in irgendeiner Form deformieren muss, in gewisser Weise, um dort hineinzupassen, um eben die eigenen Routinen hintanzustellen und sich den Routinen der Gruppe anzupassen. Das waren historisch solche Gruppen eben Familien, noch weiter weg Stämme, Ortschaften, Nachbarschaften. Und das sind jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel eher Gemeinschaften des Begehrens, nennt Deary das geworden, wo es eben nicht darum geht, dass man gemeinsam an einem Ort wohnt oder sich jeden Tag auf der Arbeit begegnet, sondern tatsächlich darum, dass man Interessen teilt, dass man Weltsichten teilt. Das ändert natürlich auch nochmal den Prozess und macht es viel einfacher, für die eigenen Routinen sozusagen passende Gruppen zu finden, in die man sich nicht so stark deformieren muss, um dort hineinzupassen. Das heißt aber genauso, dass jede persönliche Veränderung natürlich dazu führt, dass soziale Beziehungen sich verändern, einfach weil die Bereitschaft, sich einzupassen oder die Fähigkeit, sich einzupassen, natürlich verloren geht, wenn man sich selbst so stark verändert, dass man die Dynamiken und Routinen in einer Gruppe nicht mehr unhinterfragt akzeptiert oder auch nicht mehr für sich persönlich akzeptiert. Das heißt eben auch, dass persönliche Veränderung immer auch Verlust und Veränderung von sozialen Beziehungen ist. Meist
ist es deswegen so, dass Veränderung nicht zwangsläufig von innen herauskommt, sondern eher von außen, wie Deary das sagt, mit Macht von außen auf uns hereinbricht. Das kann ein Ereignis sein, wie der Tod eines Familienangehörigen oder die Geburt eines Kindes, der Verlust einer Arbeitsstelle, das Ende eines Studiums, ganz, ganz viele Sachen, die dazu führen, dass wir uns in irgendeiner Form verändern und neu erfinden müssen. Und das ist genau der Punkt. Wir können dann nicht mehr einfach sein, wie wir sind und das tun, was wir immer getan haben, sondern wir müssen tatsächlich aktiv anfangen zu werden. Wir müssen irgendwie ein neues Gleichgewicht finden, aus dem wir durch diese Veränderung, durch diesen Impuls von außen herausgetrieben wurden. Und da müssen wir einen neuen Weg finden, uns wieder zu zentrieren und uns auch wieder zu finden. Denn wie ich gerade schon erzählt habe, wenn wir unsere Routinen verlieren, verlieren wir auch uns. Weil Routinen eben ganz, ganz stark uns ausmachen. Und dieses Werden ist eben ein unglaublich anspruchsvoller Prozess, der ist mit unglaublich viel kognitivem Aufwand, mit Unsicherheit versehen und gleicht eben einem Balanceakt ohne doppelten Boden, weil wir eben tatsächlich kein Fundament, keine Basis mehr haben, auf der wir sicher stehen können, sondern wir wissen nur, dass wir uns irgendwie neu orientieren müssen, dass irgendwie eine Säule weggebrochen ist oder ein Pfeiler nicht mehr da ist, wo er mal stand und wir jetzt irgendwie versuchen müssen auszugleichen, wie dieser Pfeiler uns gestützt hat. Das müssen wir jetzt irgendwo anders herbekommen. Dazu kommt, dass wir, um etwas zu werden, um etwas Neues zu gestalten, nicht nur den inneren Impuls dazu brauchen, sondern tatsächlich auch narrative Angebote von außen, auf die wir uns beziehen können. Wir können neue Rollen ausprobieren und so lange mit den Rollen spielen, sich verändern, neue hinzunehmen, andere abgeben, bis wir irgendwas gefunden haben, was zu uns passt, was sich irgendwie wieder sicher anfühlt, was sich gemütlich anfühlt und bequem wie ein Mantel oder ein Pullover, wo wir uns irgendwie drin wiederfinden. Weil dieses Ich oder Wir dann natürlich wieder was ganz anderes ist, einfach weil es sich so stark verändert hat. Deswegen sind auch gerade die ersten Tage und die ersten Wochen nach einer solchen Veränderung unglaublich wichtig, weil sie eben in einem leeren Raum stattfinden, der noch nicht vorgeprägt ist von Routinen oder nicht so stark vorgeprägt ist von bestimmten Routinen. Und die sollten daher möglichst bewusst und möglichst aktiv gestaltet werden, weil sie genau das prägen, was wir in Zukunft tun werden. Weil wir eben das, was wir schon mal gemacht haben, höchstwahrscheinlich wiederholen werden. Und wenn wir am Anfang mit bestimmten Dingen anfangen, bestimmte Dinge zu tun, dann ist es auch immer wahrscheinlicher, dass wir die nach und nach weiter tun werden. Erst wenn wir diesen Prozess abgeschlossen haben und irgendwas für uns gefunden haben, was uns wieder passt, worin wir uns wieder wohlfühlen, dann können wir wieder anfangen zu sein, dann sind wir wieder jemand und müssen uns nicht mehr damit auseinandersetzen, jemand zu werden, uns zu verändern. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, auf den Deary dann vermutlich in seinem zweiten Band eingehen wird, dieser Aspekt des, was tue ich dann nach der Veränderung? Weil diese Veränderung einfach so einschneidend war und uns so stark verändert hat, dass wir danach uns neu justiert haben und dann tatsächlich wieder anfangen können zu sein und, um es mit Deary zu sagen, endlich wieder tanzen können. Endlich wieder uns bewegen in einem Bereich, den wir kennen, wo wir uns wohlfühlen und in dem wir uns sicher fühlen. Das heißt aber auch, dass das Neue dann seine Emotionalität und seine Intensität verliert. Man kennt das aus der ersten Verliebtheit, die unglaublich intensiv und unglaublich emotional ist und dann nach und nach sich verändert, weniger intensiv, weniger emotional wird, aber dafür vielleicht eine andere Qualität gewinnt. Und genau das ist, was Deary allgemein beschreibt für jeden Prozess des Neuen, der neuen Aneignung von Situationen, von Rollen, von Freundschaften, von Routinen, von Hobbys, von Berufen, von was auch immer. Inhaltlich fand ich Wie wir sind von Winston Deary echt ziemlich großartig, weil es irgendwie nicht wissenschaftlich ist, das würde ich nicht von dem Buch behaupten, sondern irgendwo zwischen essayistisch, psychoanalytisch, ein bisschen soziologisch noch damit reingespielt. Und ich kam eigentlich während des Lesens aus dem Nicken nicht mehr raus, weil ich auch viele Prozesse in den letzten Jahren, letzten zwei Jahren bei mir selbst beobachtet habe, wo einfach viele Veränderungen anstanden, die sich irgendwie neu justieren mussten. Und deswegen fand ich Deary's Buch da echt eine schöne Zusammenfassung, eine schöne Beschreibung dieser allgemeinen Entwicklung. Und jeder, der irgendwie vor Veränderungen steht oder kürzlich große Veränderungen durchgemacht hat, wird dem Buch sicherlich, ich will nicht sagen Trost finden, aber doch sehr viel Zustimmung und Sympathie für dieses Buch empfinden, weil es einfach sehr menschlich mit diesen Prozessen umgeht und eben auch
Ängste und Unsicherheiten sehr, sehr ernst nimmt und sehr, sehr stark betont und auch ein bisschen die Frage stellt, was ist eigentlich die Idee hinter dieser ständigen Veränderung, zu der wir mittlerweile gezwungen werden? Ist das eigentlich das, was den Menschen ausmacht und ein Umfeld, in dem der Mensch gut leben kann? Das ganze Buch ist sehr angenehm zu lesen, gut als Sachbuch natürlich nicht jetzt romanartig, aber schon ab und an hatte ich das Gefühl, dass es sich ein bisschen romanartig liest, auch weil der Autor das Buch sehr stark wie ein Roman tatsächlich strukturiert. Also es gibt im Grunde zwei große Akte. Der erste Akt, da geht es um das Verharren, das ist das ganze Thema mit den Routinen. Und der zweite Akt dann, da geht es eben um das Verändern. Und man merkt im ersten Akt schon immer, wie er tatsächlich mit so einer klassischen Erzähltechnik des Foreshadowing arbeitet und immer schon so ein Anreiz gibt, so einen Blick auf das gibt, was noch kommen wird. Er hat da an einer Stelle so ein Zitat, wo er wirklich quasi das Kapitel mit einem Cliffhanger beendet und dann beginnt der zweite Takt über die Veränderung. Und das finde ich also für ein Sachbuch extrem gut gemacht und sehr, sehr schön zu lesen. Aber man muss auch sagen, dass das Buch echt richtig gut übersetzt ist. Ich habe großen Spaß dabei gehabt, es auch auf Deutsch zu lesen und nicht auf Englisch. Einfach, weil es wirklich gut übersetzt ist, fluffig geschrieben ist und auch sehr menschlich und sehr inspirierend. Also deswegen kann ich Wie wir sind von Vincent Deary, erschienen im Padloch Verlag, tatsächlich jedem empfehlen, der sich mit dem Menschsein, mit der Veränderung, mit dem Leben beschäftigt und einfach mal ein bisschen weiter verstehen will oder eine Idee bekommen möchte, warum Veränderungsprozesse so anstrengend ist, warum es uns so schwer fällt, uns wirklich auf Neues einzulassen und warum wir doch die Sicherheit unseres Alltags so sehr genießen, wenn wir sie denn mal verlieren. Warum man dahin auch immer wieder zurückstrebt eigentlich. Das war's dann auch mit dieser Episode vom Weltenkreuzer. Ich hoffe, ihr habt euch wieder einen interessanten Lesetipp geben können oder zumindest ein paar inhaltliche Denkanstöße. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr den Kanal natürlich abonnieren. Ihr könnt mich auch auf meinem Blog besuchen unter weltenkreuzer.de. Und genauso freue ich mich über Kommentare, Anmerkungen und Rückmeldungen, sei es hier auf YouTube oder auf meinem Blog. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Und beim Leben.